Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Erläuterung zur Aktualisierung auf Version 4.2 Maskerade der Frevler. Damit bin ich relativ spät dran, ich weiß. Hatte leider keine Zeit diese Woche. Sehr stressige Woche, sehr unpassende Woche für das Update. Ist meistens so, wenn irgendwas kommt. Und zuallererst die Entschädigung zur Aktualisierung. Ihr habt 100 Urgestein mehr bekommen als sonst. Also meistens ist das 300 plus 300. Und es gab noch 100 extra wegen einem fehlerhaften Effekt von C6 Novilette. Ich denke mal, die wenigsten davon von uns oder generell von allen Spielern waren davon betroffen, weil man dafür quasi ein C6 Novilette haben müsste, um davon betroffen worden zu sein. Aber ja, trotzdem cool, dass wir da 100 Urgestein als Entschädigung bekommen. Obwohl das, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mal 0,01% aller Spieler betroffen hat. Und genau. Ja, ansonsten, ganz normale Aktualisierungsdinger. Dann haben wir natürlich die neuen Gebiete in Fontaine. Also wir gehen jetzt nur auf das Wesentliche ein. Übrigens, wir lesen uns nicht alles durch, weil das würde 100 Jahre dauern, weil das viel zu viel Text ist. Bezirk Morte und der Wald von Erin Yes in Fontaine sind freigeschaltet. Und nach Abschließen des Archontenauftrags Prolog dritter Akt, das Lied von dem Drachen und der Freiheit, wird automatisch ein Teleportationspunkt an der Haltestelle Makotte bei Fontaine freigeschaltet. Nach der Versionsaktualisierung haben auch Reisende, die den entsprechenden Archontenauftrag bereits vor der Aktualisierung abgeschlossen haben, Zugriff auf den entsprechenden Teleportationspunkt. Neue Figuren, Furina, da habe ich schon ein extra Video zu ihren Fähigkeiten bzw. zu ihrer Vorstellung gemacht. Das muss man uns jetzt auch nicht durchlesen. Die Effekte sind sowieso so crazy, das wird immer mehr. Bei ihr ist es vor allem deswegen auch noch so schlimm, weil sie diese drei Beschwörungen hat, die immer namentlich auch erwähnt werden. Deswegen ist das nochmal sehr viel extra Text. Aber ja, die haben wir uns angeschaut. Charlotte haben wir uns auch angeschaut. Ich finde beide ziemlich cool tatsächlich. Ich wollte da auch noch ein Video machen, vielleicht so Tipps oder ob es sich lohnt für das Banner, da so ein Urgestein reinzupfeifen. Die neue Waffe ist natürlich für Furina, 5-Sterne-Waffe. Sehr gut auf Furina. Viele Leute wollen sie haben. Viele Leute sind aber enttäuscht darüber, dass halt Baiju die andere Figur ist, weil viele Leute mögen Baiju nicht so gern und seine Waffe auch nicht. Und deswegen ist es so ein bisschen 50-50 zwiegespalten. Dann neue Handlung, neuer Archontenauftrag wurde natürlich freigeschaltet. Kapitel 4, 5. Akt, Maskerade der Frevler. Könnt ihr direkt anfangen, wenn ihr alle anderen Archontenaufträge, die davor kommen, schon abgeschlossen habt. Logischerweise, Bedingungen zum Freischalten, Abenteuerstufe 40 und wie gesagt, alle Archontenaufträge, die davor kommen. Neuer Legendenauftrag, Furinas Legendenauftrag, Animula Choragi, 1. Akt, die kleine Okeanide. Auch hier die Bedingungen zum Freischalten, Abenteuerstufe 40 und aber 5. Akt muss freigeschaltet werden. Also ihr müsst erst einen Archontenauftrag machen und dann könnt ihr erst Furinas Legendenauftrag machen. Und wir haben natürlich neue Weltaufträge, die Auftragsreihe Spuren des Narzissenkreuzes, Auftragsreihe Erin Yes Wildfee, eine fragende Melusine und ein antwortender Mecha, ein vorhersehbarer Plan, eine Schatzsuche, auf der alle Wünsche wahr werden, durch den Mysterienspiegel, freier Vers, weder Reim noch Metrum, improvisierte Poesie bei Morgenrot und so weiter. Neue starke Gegner. Hier haben wir einerseits haben Sie hier den Namen vergessen? Wenn du diesen Gegner angreifst, kannst du dafür sorgen, dass er feindselig wird. Wenn sie seine Feindseligkeit bis zum Äußersten steigert, wird er dich verschlingen. Indem du die schwarzen Phantome im Inneren des Gegners besiegst, führst du ihm beträchtlichen Schaden zu und schwächst ihn vorübergehend. Im Gebiet Sia-Ebene zu finden. Genau, aber wer ist der Gegner? Also der Hydro-Imitator kommt jetzt hier unten. Das ist quasi das hier. Ich glaube, die haben den Namen vergessen, lol. Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie er hieß. Das war in irgendeiner Preview stand es drinnen. Okay, also ich glaube, hier hätte der Name stehen sollen und die haben einfach ein neuer, starker Gegner reingeschrieben. Na gut, ist nicht so wichtig. Ein menschenähnliches Monster, also der Hydro-Imitator ist ein menschenähnliches Monster, das sich aus Wasser gebildet hat. Während der Herausforderung tauchen immer wieder kleine, unvollkommene Imitatoren auf, die sich auf den Gegner stürzen. Der Hydro-Imitator absorbiert während des Kampfes die unvollkommenen Imitatoren, um so an Kraft zu gewinnen und noch mächtiger zu werden. Du kannst den Absorptionsprozess unterbrechen, indem du unvollkommene Imitatoren während der Absorption durch einen Angriff oder eine Elementarreaktion zerstörst. Im Bezirk Beryl zu finden. Ja, wie gesagt, den Namen haben sie dann irgendwie vergessen. Von dem anderen Gegner. Dann sind wir auch schon bei den weiteren neuen Inhalten. Das ist jetzt kein riesiges Update, was jetzt komplett neuen Content angeht. Im Café Lutese in Fontaine kann man neue Rezepte freischalten für den Hydro-Archon und Pummel. Profiterole, neue Spezialzubereitungen von Furina, Pur la Justice oder so. Charlotte Spezialzubereitung, exklusive Geheimnisse, Gourmet-Kolumne. Neue Errungenschaften wie Fontaine, Tanz der Weißtauquellen 3,
sowie einige neue Errungenschaften unter Wunder der Welt. Die werden wir uns natürlich auch wieder irgendwann anschauen, aber momentan bin ich noch stuck in Inazuma, zumindest was Dailies und sowas angeht. Dann haben wir natürlich neue Freundschaftsstufen, neue Namenskärtchen für Freundschaftsstufe 10, ist ja auch ganz klar. Und dann haben wir noch ein neues Hilfsmittel, das finde ich tatsächlich ganz interessant. Das Analyse-Zoom-Objektiv. Aktiviere das Objekt, um gewöhnliche Fotoapparate mit einem Zoom-Objektiv zu versehen. Das ist eigentlich ganz cool, oder sieht zumindest ganz cool an. Genau, dann haben wir noch, also das ist erstmal, wo man das Ganze bekommt. Experiment aufzeichnen zu grafischen Gegenmaßnahmen, durch den Weltauftrag die längst gescheiterten grafischen Gegenmaßnahmen zu erhalten. Kann ich auch noch nichts über sagen, über den Weltauftrag leider, weil ich ihn selber noch nicht gemacht habe. Anzahl der Kartenmarkierungen wurde auf 200 erhöht. Das ist ziemlich cool, aber immer noch fast ein bisschen wenig, muss man sagen. Also wenn man jetzt noch Markierungen in Mondstadt aktiv benutzt, zum Beispiel zum Erzefarmen oder so, und Liyue und Inazuma und überall, dann ist 200 echt wenig. Also pro Region sind das dann gerade mal 40, oder? 5 mal 40, genau. Das ist nicht sehr viel, muss man sagen. Also, naja. Neue Funktion, schnelle Herausforderung der Gebietssäuberung. Sobald du Abenteuerstufe 40 erreichst, hast, kannst du im Einzelspielermodus mit Hilfe deiner Abenteuerlizenz noch nicht freigeschaltete Gebietssäuberungen schnell bestreiten. Das wurde auch neu hinzugefügt. Das war aus der Fragerunde der Entwickler. Und was es auch gibt, und ich glaube, das wird bei vielen Leuten, weil das lese ich tatsächlich oft, dass Leute in Sphären nicht weiterkommen, vor allem bei eben Quests, also Behandlungsaufträgen, dass sie da strugglen. Und hier ist jetzt Folgendes hinzugefügt worden. Neue Funktion, Schwierigkeitsgrad verringern bei starken Gegnern in Sphären der Handlungsaufträge. Du kannst die entsprechende Sphäre verlassen oder nach dem Scheitern die Herausforderung erneut bestreiten. Wenn du diese Herausforderung das nächste Mal bestartest, tust du dies in einem gesenkten Schwierigkeitsgrad. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwo in der Story gegen zum Beispiel, also ich vermute mal, das bezieht sich jetzt einfach auf alle, mein starker Gegner ist halt nicht definiert, deswegen ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde jetzt mal sagen, ja, sowas zum Beispiel wie das erste Mal, wenn man La Senora bekämpft, in der Inazuma-Story zum Beispiel, und du schaffst sie einfach nicht, dass wenn du dann rausgehst und wieder reingehst, dass sie dann schwächer ist und immer schwächer und irgendwann schaffst du sie schon. So verstehe ich das zumindest. Und starke Gegner, ja, wie gesagt, ist halt nicht genauer definiert, aber ich vermute mal, das bezieht sich einfach auf alle, naja, Gegner, an denen man scheitern könnte sozusagen. Das wird sich jetzt nicht auf Hillichole beziehen, sondern eher halt auf die Elite- und Boss-Gegner und so. Genau, Lucienbrunnen, die Stufenobergrenze wurde auf 40 erhöht. Macht Sinn, weil wahrscheinlich immer mehr Hydrosiegel zu verdienen sind. Geniale Beschwörung hat ein paar Updates bekommen. Hier ist es so, das haben wir uns auch schon im extra Video angeschaut. Es gibt ein paar neue Funktionen, wie zum Beispiel der Code zum Teilen des Decks. Also man kann seinen Deckcode kopieren und dann bei anderen Leuten quasi anderen Leuten schicken. Und die können dann einfach den Code eingeben und sich quasi das komplette Deck, sofern sie die Karten besitzen, quasi ziehen. Das ist ganz cool. Jetzt muss man es nicht mehr selber nachbauen. Und genau. Ansonsten, wie gesagt, haben wir es uns eigentlich schon angeschaut. Ja, Limits der Decks wurde auf 20 erhöht. Duell beschleunigen bin ich immer noch nicht wirklich überzeugt von. Bin ich der Meinung, dass es nicht sehr viel bringt, wenn das halt nur einer gemacht hat, nicht beide. Ich hoffe mal, dass es die meisten Spieler machen werden, aber ich denke halt persönlich nicht, dass das einen riesigen Unterschied machen wird. Außerdem, Glut des Schmiedereichs ist wieder verfügbar. Das Thema ist diesmal endlose Schlacht. Besiege in Runden von Glut des Schmiedereichs endlose Schlacht, so viele Gegner wie möglich, um die entsprechende Punktzahl zu erhalten. Ja, dann gewundener Abgrund, auch wieder ein Update für Ebene 11, die Elementaranomalie, Hydroschaden 60% und Elektroschaden 60%. Und ja gut, die genauen Effekte, die schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Und das war's dann tatsächlich auch schon, ja. Ein paar Kleinigkeiten ausgelassen bis hierhin, aber es war jetzt auch wirklich kein riesiges Update, also verhältnismäßig war es ein eher kleineres Update. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Spiel hattet, also wenn euch irgendwas aufgefallen ist, oh, da hat was nicht funktioniert oder da war, bin ich irgendwo festgehangen oder da war mein Charakter falsch positioniert, wurde falsch angezeigt, whatever, dann schaut am besten mal hier unten rein, in die Anpassungen, beziehungsweise in die Problembehebungen, oder auch wenn ihr Probleme mit Aufträgen hattet, oder wenn irgendwas nicht funktioniert hattet, wo ihr sicher seid, dass das nicht so sein sollte, dann guckt immer mal hier unten rein, hier steht sehr viel drinnen, auch das werden wir uns jetzt nicht alles durchlesen, aber da ist wirklich, da, hier sind alle Fehler aufgelistet, die behoben werden, oder wurden in den letzten paar Wochen quasi und die jetzt quasi aufgespielt wurden, diese Problembehebungen.
Und da steht echt viel drinnen. Also ich meine, meistens lese ich sowas und denke mir, okay, noch nie in meinem Leben davon gehört. Ich wusste nicht, dass es diesen Fehler gibt, so ungefähr. Aber wenn euch irgendwann was aufgefallen ist und das euch richtig gestört hat, dann steht es vermutlich hier drin. Und ihr könnt ja auch mit Steuerung F könnt ihr auch hier ja, suchen quasi, ob das passt. Genau. Und ja, das war's auch schon mit den Aktualisierungs-Patch-Notes. Wie gesagt, war jetzt kein riesiges Update, weil wir zwei neue Gebiete bekommen haben, einige neue Weltaufträge, neuer Legendenauftrag, neuer Archontenauftrag, also klein war es jetzt auch nicht, aber es gab definitiv schon größere Updates. Ja. Ich meine, gut, eine Sache ist halt vor allem, es gab nur eine neue Waffe, in Anführungszeichen nur zwei neue Figuren, ja, manchmal sind es ja auch drei oder vier neue Figuren, drei hatten wir zum Beispiel beim Start von Fontaine und so, also ich meine, ja, es gibt schon auf jeden Fall größere Updates, keine Frage. Und ja, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.